Hallo Kameramagier, wenn deine Footage nicht so gut aussieht, dann liegt es meistens an zwei Dingen. A. Fehlerhafte Belichtung und B. einen fehlenden oder nicht korrekt eingestellten Weißabgleich. Und wie man das behebt in DaVinci Resolve, das zeigen wir dir heute. Und du hast richtig gehört, wir, denn wir sind zu zweit heute. Ich habe einen guten Freund und Coloristen eingeladen, hier auf dem Channel mal etwas zu machen. Wer wäre besser geeignet als Tim Jemex? Hallo ihr lieben Falschfarbenschubser und Pixeljongleure. Heute zeige ich euch mal, wie man einen richtig guten Weißabgleich hinkriegt. Und wozu ist das gut? Na, wenn ihr mal eine Aufnahme gemacht habt und nicht mehr wisst, welchen Weißabgleich ihr eingestellt habt oder ihr habt auf Automatik Weißabgleich gestellt, dann kann es passieren, dass hinter eurer Aufnahmen, naja, grünlich, bläulich, was auch immer aussehen und ihr sie erstmal korrigieren müsst. Und das zeige ich euch heute an ein paar Methoden, welche ihr dann hinterher verwenden könnt und ihr könnt das hinterher garantiert besser als ich. Also Tim, ich weiß nicht, ob man deine jahrelange Erfahrung so einfach wettmachen kann. Johannes, was fehlt noch? Ach, DaVinci Resolve fehlt noch. Na dann. Okay, das ist unsere Aufnahme hier und hier drüben in der W-Form geht es beim Weißabgleich im Prinzip um nichts anderes, als hier oben die Farben entsprechend auf eine Höhe zu bringen. In der Parade seht ihr das nochmal besser. Hier, ne, auf der roten, wo die roten Töne sind, müsstet ihr auch die grünen und die blauen zu liegen haben und dasselbe natürlich hier unten in den Tiefen. Und wenn ihr das geschafft habt, dann sieht das in der W-Form etwa so aus, dass wenn sie sich ordentlich überlagern, dann erscheint das praktisch weiß. Das ist das Zeichen, dass ihr sie praktisch überlagert habt. Ne? Die drei Farben. Rot, Grün und Blau. Und als erstes natürlich nochmal eine Bemerkung auch zu dem Histogramm hier in den Curves. Ihr seht hier genau dasselbe in Grün. Also sprich mit Rot hier oben in der W-Form, ne, ist am meisten vorhanden. Dann Grün und Blau entsprechend am wenigsten. Und das seht ihr in der W-Form genauso. Das heißt also, das Histogramm könnt ihr auch zur Hilfe nehmen. Genauso natürlich in den Tiefen. Wir haben viel zu viel Grün hier drin und natürlich erst recht zu viel Rot in den Tiefen. Und dadurch haben wir auch diesen grünlichen Stich in dem Bild, wie ihr erkennen könnt, rechts der braunen Wand. Okay, ein Haupttool, um deinen Weißabgleich in die richtige Bahn zu lenken, ist, indem du den Temperaturregler malträtierst, den du übrigens unten links findest, wenn du auf die 2 klickst und dann die Temp regelst. Wisst ihr, was ich mir damals gewünscht hätte? Jemand, der mir sagt, Mensch, bei einem Weißabgleich muss nicht nur das Weiß stimmen, sondern auch das Schwarz. Denn es ist ganz wichtig, um ein balanciertes Bild zu kriegen. Und für beides, sowohl weiß als auch schwarz, gibt es in DaVinci Tools. Und das erste Tool für den Weißabgleich ist der White Balance Picker. Und den erklärt euch jetzt mal Tim. Also okay, zuerst ziehen wir uns mal eine Note hin und dann mit dem automatischen Weißabgleich, das ist die erste Methode, klicken wir hier auf die Pipette und ziehen die uns auf das Image und suchen uns eine Stelle, wo wir glauben, weil wir wissen es vielleicht nicht genau, dass dort entweder ein neutrales Grau oder ein halbwegs neutrales Weiß oder also ein neutraler Ton in der Szene vorhanden ist. Und ihr seht in den drei Farben hinter der Pipette auch RGB, das sind die Rot-Grün-Blau-Werte entsprechend. Und da könnt ihr auch nochmal ablesen, aha, ich habe hier zu viel Rot, ich habe dann da ein bisschen mehr Grün und zu wenig Blau. Und in den Lichtern hier vermuten wir mal einen normalen grauen Ton in den Lichtern. Wenn wir die mal anwenden, guck mal, das geht schon ganz gut. Wir kriegen hier unsere Lichter doch recht gut in den Weißabgleich automatisch korrigiert. Das heißt, die überlagern sich in den Lichtern, in den Tiefen aber nicht. Aber man merke, der White Balance Picker ist nicht immer 100% korrekt, da je nachdem, wo du in ein Bild reinklickst, es auch unterschiedliche Werte geben kann. Und deswegen ist es auch immer wichtig, manuell nachzukorrigieren. Der White Balance Picker reicht für die meisten Standard-YouTube-Videos. Aber um wirklich Profi zu werden, solltest du auch deinen Schwarzpunkt korrigieren. Tim, zeig ihnen die Schwarzpunktkorrektur. Ich habe den automatischen Schwarzpunkt, den wir setzen können. Und wenn ich da drauf klicke, dann macht er im Prinzip ähnlich wie beim Weißabgleich nichts weiter als uns einen automatischen Schwarzpunkt zu setzen. Und zack, ihr seht schon, jetzt zieht er alles hier unten zusammen. Das wird natürlich insgesamt jetzt auch ein bisschen dunkler das Bild, das heißt, das müsst ihr hier in dem Lift noch wieder auskorrigieren. Das klappt jetzt hier gerade ganz gut. Es ist oft der Fall, dass das dann, wenn ihr das hochzieht, das Bild wirklich zerstört, weil es dann zu grau wird, zu hell wird, zu ausgeblichen aussieht. Wenn ihr das nicht mögt, dann macht es lieber manuell. Manuell ist immer besser, weil ihr habt mehr Kontrolle oder ihr nehmt eben halt die beiden Varianten als Ausgangspunkt und macht dann noch die Feintuning manuell. Der Weißabgleich und der Schwarzabgleich ist super wichtig, aber die automatisch generierten Punkte sind nicht immer zuverlässig. Deswegen ist es hilfreich, manuell nachzujustieren. Und wie das geht, das zeigt dir Tim.
Okay, das war die erste Methode. Jetzt kommt die zweite Methode. Die ist ein bisschen schwieriger, aber in Summe alles ganz entspannt. Also, kommt mit. So, und als nächstes gucken wir uns jetzt mal an, wie das aussieht, wenn wir das manuell, also nicht ohne diesen Weißabgleich, diesen automatischen Pipette dort versuchen auszurichten, in den Höhen und den Tiefen. Am besten macht ihr das in den Primary Wheels und geht in den Offset-Regler, weil der Offset-Regler ist genau dafür auch da, der eignet sich dafür hervorragend und ich muss jetzt nichts weiter tun als, ich muss mich praktisch erstmal mehr zum Blau bewegen, weil ich mehr Blau reinbringen möchte und vom Rot weg, damit ich Rot weniger bekomme. Und das schiebe ich immer minimal so lange hin und her. Guckt mal, jetzt, bis ich das im Prinzip perfekt ausgerichtet habe. Das braucht ein bisschen Übung, kriegt ihr aber genauso gut selber hin. Das ist nicht schwer. Und nochmal, wir sind hier aber nur in den Lichtern erstmal perfekt, weil wir uns auch nur darauf konzentrieren. Wenn wir hier in die Parade gucken, seht ihr, in den Tiefen sind wir noch lange nicht ordentlich ausgerichtet. Aber das ist schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis, was wir hier haben. Und das könnt ihr aber relativ einfach jetzt hier unten in den Tiefen im Lift auch nachkorrigieren, indem ihr dort jetzt im Prinzip nichts weiter tut, als auch das Rot entsprechend zu verringern und versuchen eben halt das Grün und das Blau, also RGB-Farben, dort rein zu korrigieren. Noch besser oder noch genauer könnt ihr es natürlich hier machen in den Color Wheels. Das Problem ist im Prinzip, dass ihr genau darauf achten müsst, dass ihr jetzt auch in den Tiefen einen vernünftigen Schwarzpunkt bekommt. Ansonsten, selbst wenn ihr mit LUTs arbeitet, was ich euch nicht empfehle, werden eure LUTs nicht die Ergebnisse bringen, die sie erbringen sollten oder könnten. Und im Grunde genommen ist deshalb auch es genau so wichtig, diesen Weißabgleich, der zwar Weißabgleich heißt, auch im Schwarzpunkt zu korrigieren, damit ihr die maximale Farbbrillanz auch herausbekommt. Und dann kommt ihr auch relativ gut in den Bereich, dass ihr im Prinzip einen guten Schwarzpunkt bekommt. Und wenn ich die Note ein- und ausschalte, seht ihr schon, das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Und hier in dem Histogramm seht ihr auch, die Farben überlappen sich fast. Hier seht ihr, das sind wir noch ein bisschen mit dem Blau daneben, das ziehen wir uns noch ein bisschen runter. Guck mal, jetzt sind wir da schon deckungsgleich mit dem Grün. Das, was ich hier gerade tue, ist im Prinzip ein manueller Weißabgleich. Und das im Prinzip solltet ihr auch zumindest immer wieder mal tun zur Übung, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt und das auch zur Not manuell machen könnt. Und guck mal, das sieht schon deutlich ausgeglichener aus, das Bild jetzt. Und mit ein bisschen Übung, wie gesagt, könnt ihr das genauso gut. Okay, fassen wir noch einmal zusammen. Für den perfekten Weißabgleich solltest du auf jeden Fall den Weißabgleich in deiner Kamera zuerst korrigieren, weil wenn du nicht gerade RAW filmst, wird es am Ende schwierig sein, deine Farben hin und her zu schieben und das perfekte Ergebnis zu erhalten. In der Postproduktion kannst du trotzdem viel erreichen, wenn du den Weißabgleich-Picker nimmst und damit deinen Weißpunkt pickst. Aber was du auch noch picken solltest, ist der Schwarzpunkt. Der Blackpoint Picker. Und das beides ist ein guter Startpunkt, um dann manuell nachzujustieren. Für den Weiß im Offset und für das Schwarz im Lift. So, das war's im Großen und Ganzen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch was mitgeben, ihr konntet was lernen. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Bis bald. Tim, danke, dass du da warst. Johannes, danke dir. Macht's gut.